Magisches Schloss. Oh, bin ich müde. Ein Hochzeitskleid? Oh nein, heute ist hier meine Hochzeit. Es ist meine Hochzeit. Ach du Schreck, ich muss mich fertig machen. Ich habe viel zu lange geschlafen. Ich muss mich fertig machen. Was ist denn los? Wieso hast du mich angerufen? Du hast gesagt, es ist ein Notfall. Ich habe total verschlafen. Meine Hochzeit fängt in einer halben Stunde an. Halbe Stunde? Wir müssen uns beeilen. Na los, komm, zuerst deine Haare. Setz dich hier hin. Valeria, wenn ich heute zu spät ankomme, wird mir das Ken niemals verzeihen. Keine Sorge, Barbie, wir schaffen das in einer halben Stunde. Schau mal, deine Haare sind schon frisch gewaschen. Schau mal, deine Haare sind schon trocken und fertig gekämmt. Jetzt geht's an die Schminke. Ich nehme das und das. Du siehst schon hübsch aus, Barbie. Jetzt fehlen noch die Lippen. Hier haben wir den Lippenstift. Deine Lippen sind auch fertig. Und das ist dein Hochzeitskleid. Oh, wie schön. Ich will mir das mal genauer ansehen. Was ist das denn? Was? Ein Fleck? Oh, ich werde niemals heiraten. Verlier die Hoffnung nicht, Barbie. Wir schauen uns das mal an. Schau mal, ich habe hier einen Tisch. Und jetzt kommt Salz drauf. Oh, Valeria, glaubst du, das wird wirklich was helfen? Keine Sorge, Barbie. Ich habe genug Erfahrung damit. Jetzt brauchen wir das Bügeleisen. Schau mal, Barbie. Und jetzt ist der Fleck weg. Oh, ein Wunder. Ich probiere das Kleid jetzt an und bin gleich wieder da. Oh, Barbie, du siehst wunderhübsch aus. Aber ich glaube, da fehlen noch ein paar Accessoires. Oh, die Kette ist ja wunderhübsch. Eine Sache haben wir noch vergessen. Barbie, wo sind deine Schuhe? Sorge, meine Schuhe sind im Schrank. Lass mal schauen. Das willst du anziehen? Oh nein, ich habe hier weiße Turnschuhe. Schau. Aber Barbie, bist du dir sicher, dass du mit Turnschuhe heiraten möchtest? Ich glaube, wir müssen dir eine Stöckelschuhe kaufen. Aber wo kriegen wir denn jetzt Stöckelschuhe her? Oh nein. Wir müssen einkaufen gehen, aber... wir haben keine Zeit. Was machen wir denn jetzt? Ah, ich weiß. Wir bestellen sie einfach online. Magst du die hier, Barbie? Nein, die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Oh, die gefallen mir. Super, dann bestellen wir diese jetzt. Fertig. Und jetzt müssen sie nur 10 Minuten warten und die Schuhe sind hier. Hallo Mädels, ich bringe hier die Bestellung. Oh Barbie, schau mal, die Schuhe sind da. Dankeschön. Das sind drei echt schöne Paare. Na los Barbie, setz dich hier hin und probier sie an. Oh, das Kleid ist so groß, es ist ganz schön schwer, sich hinzusetzen. Die Schuhe sind viel zu groß.
groß für mich. Ja, du hast recht, Barbie. Die sind viel zu groß. Lass uns mal die goldenen probieren. Die passen und sind nicht schlecht. Aber ich weiß nicht. Entschuldigung, das ist vielleicht nicht meine Sache, aber die goldenen Schuhe passen nicht so zu diesem Kleid. Da haben Sie aber recht. Barbie, das stimmt. Lass uns mal die anderen probieren. Oh, Barbie, ich glaube, die sind perfekt. Na los, steh auf, probier's mal aus. Oh nein, die sind ja total unbequem. Ich kann nicht mal zwei Schritte damit machen. Oh nein, nein. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Oh, ich glaube, am Ende musst du wirklich mit deinen Turnschuhen heiraten. Oh, Valeria, das macht doch gar nichts. Ich wollte die von Anfang an. Und mein Kleid ist so lang, das wird keiner merken. Schuhe gar nicht sehen. Mein Kleid ist viel zu lang. Gut, dass Sie hier geblieben sind, denn jetzt müssen wir alle Schuhe wieder zurückschicken. Hier, vielen Dank. Ach, das macht doch nichts. Es passiert manchmal. Viel Glück bei der Hochzeit. Tschüss. Super, du bist fertig. Und als letztes habe ich noch was Kleines für dich. Schau mal, dein Blumenstrauß. Oh, ich fühle mich super. Jetzt bin ich fertig. Vielen Dank für deine Hilfe, Valeria. Barbie, du siehst wirklich wunderhübsch aus. Und schau, wir haben es alles ganz schnell geschafft. Wir müssen uns jetzt aber beeilen. Es warten schon alle auf dich. Oh ja, du hast recht. Schnell, schnell. Magisches Schloss. Oh, lecker. Hör auf zu klingeln. Wer ruft mich denn jetzt noch an? Oh nein, heute ist doch meine Hochzeit. Wie konnte ich nur verschlafen? Oh, das hat so weh getan. Och Mensch. Hallo Valeria, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ich habe verschlafen und heute ist mein Hochzeitstag. Hallo Barbie, wieso weinst du denn? Ich werde es niemals zeitlich schaffen heute. Du brauchst nicht weinen, Barbie. Wir machen dich jetzt super schnell fertig. Zuerst machen wir die Haare. Keine Sorge, du wirst es zeitlich schaffen. Schaffen, dann wird Ken niemals mein Ehemann. Keine Sorge, Barbie, alles wird klappen. Deine Haare haben wir schon mal gewaschen. Oh, ich hoffe es wirklich. In der Zwischenzeit mache ich deine Nägel fertig. Oh, weiß passt super zu allem, danke. Jetzt zurück zu deinen Haaren und wir trocknen sie erstmal ab. Ich bin gespannt, welche Farbe Kens Anzug hat. Keine Sorge, Barbie, ihr passt bestimmt super zusammen. Ich mach dir einfach eine pinke Farbe, wie von einem Kleid. Oh, super. Alle Blumen sind pink in unserer Hochzeit.
Valeria. Ich habe so Angst. Was ist, wenn das heute alles nicht klappt? Keine Sorge, Barbie. Es wird eine Traumhochzeit heute. Da bin ich mir sicher. Schau mal, ich habe den passenden Lippenstift für dich. Oh, Barbie, dein Hochzeitskleid ist wunderschön. Ja, ich habe so lange danach gesucht und ich liebe es einfach. Du bist schon fast fertig. Es ist Zeit, es anzuprobieren. Ja, ich bin gleich wieder zurück. Valeria, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Das Kleid geht nicht zu. Ja, ich helfe dir. Warte. Und, passt? Barbie, ich glaube, das Kleid ist eine Nummer zu klein für dich. Es geht nicht zu. Ich wusste, dass doch irgendwas passiert heute. Hör auf zu weinen, Barbie. Dein Make-up ist schon fertig. Ich habe eine Idee. Ich habe, glaube ich, noch ein Kleid für dich. Ich bin gleich wieder zurück. Valeria wird niemals ein Kleid in meiner Größe jetzt finden. Barbie, ich bin wieder zurück. Schau mal, die gleichen Farben. Das hätte ich niemals gedacht. Sieht ja nicht schlecht aus. Ich hab dir doch gesagt, Wein bringt gar nichts. Ich helfe dir aus. Na los, probier's an. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ich zieh mich schnell um. Oh, Barbie, du siehst wunderschön aus. Das steht dir so gut. Oh, wow. Ich kann es gar nicht glauben. Ich sehe perfekt aus. Eine Sache fehlt noch. Ich mache dir deine Haare zusammen. Deine Haare sind fertig. Jetzt kommt der Schleier. Das ist meine Lieblingshalskette. Barbie, wir sind super in der Zeit. Jetzt fehlen noch deine Schuhe. Die Schuhe sitzen. Jetzt bist du fertig, Barbie. Es kann losgehen. Ich glaube, Ken ist an der Tür. Wir haben es zeitlich geschafft. Oh, ich bin so aufgeregt. Danke, Valeria, für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Du siehst wunderschön aus, Barbie. Ich wünsche dir viel Glück. Tschüss.